Wer es sich leisten kann. Gebietsregierung verschenkt Grundstücke. Die Kaliningrader Gebietsregierung hat beschlossen, vorhandene Grundstücke auf der Oktoberinsel an Investoren kostenlos zu übergeben. Der Kaliningrader Gouverneur Anton Alichanow informierte darüber am vergangenen Donnerstag. Die Gebietsregierung ist bereit, mehr als 200 Hektar Land auf der begehrten Oktoberinsel Investoren zur Verfügung zu stellen. Man geht davon aus, dass auf jedem Hektar zwischen 70 bis 100 Millionen Rubel an Investitionen zu erwarten sind. Einnahmen wird das Gebiet dann über die Grundstückssteuern erwirtschaften. Die kostenlose Übergabe der Grundstücke erfolgt natürlich nur im Rahmen von Investitionsvereinbarungen. Mögliche Grundstücksspekulationen sind also damit von vornherein ausgeschlossen. Die genannten 200 Hektar haben einen Status, der den Bau von Wohn- und kommerziellen Immobilien gestattet, wie auch Sozialobjekte. Im Februar werden die ersten Residenten der Offshore-Zone Oktoberinsel registriert. Bisher haben 9 Firmen Dokumente zur Registrierung eingereicht. Dies gibt weitere Impulse für Investoren in das oben genannte Grundstück. Die Verwaltungsgesellschaft für die Kaliningrader Offshore-Zone wird die regierungseigene Kooperation für die Entwicklung des Kaliningrader Gebietes sein.